So, und herzlich willkommen wieder zu NBA 2K14. Und diesmal wieder mit den neuen Kadern der Saison 2014 mit Dwight Howard bei den Rockets und Louis Scola bei Indiana und so weiter und so fort. Ich wechsle mal vielleicht ein schöneres Trikot. Latin Nights, ja, wir spielen mal heute Latin Nights. Wo ist denn das? Gibt's nicht. Schade. Achso, Indiana und Latin Nights, jawohl. Als ob's sowas gäbe. Machen wir mal so ein bisschen klassisch. Weihnachten! Oh, hässlich. Ja, machen wir hier mal. So. Ist wieder mit den neuen Kadern der neuen Saison. Wo man die bekommt, einfach mal googeln. Ist kein Mod oder so, ist einfach nur ein Kader, der runtergeladen wurde. Und den man einfach so findet. Also als ob man jetzt selbst einen Kader ändern würde. Also kann man ja auch machen. Und so. Okay. Ist auf jeden Fall interessant. Dwight Howard bei den Rockets. Ja, ich nicht vom Ball gewonnen. Okay. Interessant. Na gucken, wer gewinnt. Ist jetzt Indiana. Ist auf jeden Fall ein Team im Osten, das gut Risiko. Da ist er gesprungen. Slam Dunk von James Harden. Also Indiana ist im Osten auf jeden Fall ein starkes Team in den Playoffs gewesen. Mal gucken, wie sie es nächstes Jahr. Wie die nächstes Jahr sind, und ich denke, die Rockets werden im Westen genauso. Conference Finals sind, glaube ich, schon drin. Titel bin ich mir noch nicht so sicher. Es sind ja nur eigentlich James Harden und Dwight Howard, sind zwar zwei, sagen wir mal, der 10 besten Spieler bei denen in der Welt oder in der NBA. NBA. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass die den Titel automatisch gewinnen. Was machen wir denn jetzt? Was war das denn? Lauf, Dwight Howard! Block ihn! Na, naja, Katastrophe. Spielen wir mal das gefürchtete Pick and Roll. Ja, so kann man Pick and Roll spielen. Dwight Howard, James Harden, also ich denke, das wird auf jeden Fall interessant werden. Ah, du kommst hier nicht durch. Nein! Warum holt er den offensiv rüber? Da müssen wir nichts machen. Aber gleich spielen wir mal vielleicht Zone oder so. Spielen wir mal so. Das Pick'n'Roll gibt's ja auch noch. Ach, Post. Halt kein Post, ein Hookshot. Warum geht er nicht mit dem Rücken hin zum Post und postet ganz einfach auf? Also, ganz einfach. Eigentlich müsste er hundertprozentig gestealt werden. Steal. Nein, er ist nicht angekommen. Doch, also. Hätte ich früher werfen sollen. Was war das denn? Er hat einen komischen Release. Also, muss man. Das ist viel gut für sie. Naja. Ich denke. Dann kann man einen Loop stehlen. Oder abfangen. George against Harden. And the pass to Lynn. Alter, so. He feeds it to Parsons. Raus. Ja, das war doch klar, dass er gesteht wird. Na, komm schon. Ja, sowas darf nicht rein.
Oh, Fast Break Dreier. Warum trifft er kein Fast Break Dreier mit A plus? Ja, okay, ich mag Fast Break Dreier. Das wäre. Jetzt wird es wahrscheinlich in der echten NBA niemand machen, aber ich wollte ja mal auf Zone umstellen. 2-3 Zone. Dass die Zone, dass unsere Zone mal zu bleibt. Oh, gute Defense, muss gedoppelt werden. Jawoll, sehr schöne Defense. Oh, wie sie geflogen sind. Das darf man doch mal so wieder angucken im Director's Cut. Oh, wie sie beide geflogen sind. Ho, 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 ho. Das fand ich mal cool. Wo ist denn meine Zone? Goaltending. Ich weiß, aber. Halbzeit schon mal davon, was da. Ah, ich habe auf Auswechslung. Ich spiele nicht gerade. Nein, das nicht. Es ist Aschik. Oh, warte. Schwer wird. Oh, natürlich. Nein. Weiß ich auch nicht. Oh, da spielt Louis Scola, da sieht man das auch nicht. Okay, das war eine ganz schlechte. Ein ganz schlechter Ballbesitz. Was ist denn so? Oh, 4 Punkte. Was? Das ist nicht so toll. Ich will mit Aschik. Hallo. Dankeschön. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe vergessen aufzunehmen. Also ich habe jetzt was dazwischen gekommen, dann ist da. Ich weiß jetzt gerade nicht ab welchem Moment genau, aber. Oh, Chandler Parsons! Das ist ein schlechter Wurf. Aber ich weiß gerade nicht, wann genau das ich vergessen habe, wieder einzuschalten. Schlechter Wurf. Mein Rebound. Sowas darf natürlich nicht passieren. Ich möchte sofort einen Timeout callen. Ich möchte jetzt mal wieder meinen Start greifen. Letzten 2 Minuten. Oh, reverse! Der Up and Under, also dann ist schon mal rejected. Easy. Oh, sehr schön. Ist mal noch ein Steal oder ein Block und dann. Nein, warte, du bleibst drin in der Zone. Oh, die Mann ist on fire. So was trifft er auch noch. Ja, Pass zu James Harden. Oder was soll das bedeuten? Pass zu James Harden! Harden! Oh, das ist ein Feuer mit Mikrowelle. Oh, da werden die ganzen Leute gegrillt und gerüstet. Geblockt hier. Ist das die Führung? Es ist die Führung! Oh mein Gott, James Harden ist on fire. Wie oft wird man dieses Szenario in der nächsten Saison aussehen? Wird das so ein Flop werden wie die Lakers letztes Jahr? Dass jeder denkt, ja, die werden auf jeden Fall Titel gewinnen oder wird das wie, keine Ahnung was. Oh, ach komm schon, das ist zweimal im Stil. Ja, ist immer noch ein Fall, cool. Ob man dafür nicht irgendwie so ein Boss darf nicht.
Seit wann hat denn der? Oh. Back to Harden. Howard setting the pick for Harden. High post, Howard. Was war das für ein lässiger Wurf? Das war ja mal mega hässlich. Also nochmal Entschuldigung, dass es irgendwie plötzlich gekuttet wurde. Also nicht richtig. Ich hatte einfach vergessen, auf Aufnahme zu drücken wieder. Kann jetzt plötzlich was dazwischen kommen. Ashik hat nicht getroffen. Achso, ich. An exceptional performance so far from James Harden. Points have really come in bunches for him so far, and not really a surprise because you know exactly what he can do. Dwight Howard. And one. James Harden. Wenn wir übertreiben heute, ich wollte ja mehr mit Dwight Howard spielen, aber da hier auch so ein Alter, ist ja noch katastrophaler als der denn ganz schnell. Oder? Houston in the lead. Passes it to Parsons. Back to Lynn. Pick and roll, mate. Was war das denn für ein Pass? The Pacers moving it up. Stevenson leading the charge. There's the dish to George. Warum trifft denn? Warum holt nicht nur sie vor? Aber nein. Was? Nö. He had no choice but to lunge for that pass to stop it from getting through. That was a good job. It could have been a quick bucket if he doesn't knock it out of bounds there. Come to me. Hill against Harden. Schön Shotblock. Der war ja immer in der Zone. So, danke. James Harden. Guckt auf seine Bewegung, wie er zurückläuft. Jeremy Lin. Das war ja mal on fire hier. Aber ich finde, Jeremy Lin ist in diesem Spiel ein bisschen zu stark. Also, er macht ja gerade eigentlich nichts, aber der ist trotzdem ein bisschen stark. 13. 10 von 13. Was hat denn der verworfen? Alter, James Harden hat ja den perfekten Dings. Signature Skills, der hat Mikrowelle, der hat Shooter, der hat Wurfgestalter und was ist das letzte? Keine Ahnung, was es ist. Taschenlehre zusammen. Weißt du? Kann man das nachgucken irgendwie? Nee, gar nicht. Wir wechseln mal. Garcia und hier. Ashik, wir machen jetzt mal so ein fette Line-Up. Mit Größe. And his contribution to this team can't be understated. His scoring on a night-in, night-out basis has been fantastic. Das war ja unüberlegt. Dann kann ich immerhin zurückblocken. Da warst du, glaube ich, ein bisschen zu weit weg, oder? Also ich. Das war ja mal schlecht. Wie viele Pässe spielen die denn? Da trifft er auch noch. Da spielen wir mal ein bisschen Pick and Roll mit dem Big Line-Up. Schöne. Ein schönes Zusammenspiel zwischen
Howard und das Schick. Muss man einfach sagen. Also, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was da kommt. Welche Ausrichtung. War gerade zu kurz, das auszutesten. 7 Rebounds hat er schon. Oh, 5 Sekunden, 5 Sekunden. Mikrowelle. Einfache Punkte. Ich hätte 20 Mal gehen können. Er trifft auch sowas. Das ist halt das Problem. Oh, kurz koppeln, den trifft er. Das Problem ist halt, dass bei 2K ist oft besser knapp einfach mal zu werfen, als Oh, das war ja mal ganz schlecht. Dude, war ganz schlecht. Was habe ich da eigentlich gemacht mit Dwight Howard? Ich sehe nichts. Oh, da ist James Harden. Also, die Pacers haben sich auf jeden Fall auf der Bank gut verstärkt. Oh, muss man einfach mal sagen. Post-Spiel. Easy, easy. Easy peasy. Einfach Punkte. Post. Dwight Howard ist hier, glaube ich, in dem Spiel. What? Was macht denn der? Mit. Wenn das ein Pass war, war das eine Katastrophe. Okay, so, halt schon wieder mal mit Dwight Howard. Oh, warum wirfst du denn so einen hässlichen Wurf? Kann ich nur mal Dings werfen? Oh, komm schon, James Harden. Sowas darf man auch mal treffen. Ah, unentschieden, das ist jetzt mal richtig interessant. Wer hier gewinnt. Auf geht's ins Haus. Oh, komm schon. Sowas muss ins Haus gehen. Oh, die Shot Clock. Und er trifft auch. Pick and roll. Okay, komische Punkte. Immerhin Punkte, aber halt Post-Move. Aber Post ist fast. Ist nur schön, wenn der Gegner schlecht spielt. Und. Och nein, James Harden. Das wird jetzt gewechselt. Ich brauche jetzt wieder Ashik. Ich bin mal mit. Nochmal mit. Then the pass to Jones. Kicks it to Parsons. Pass to Lynn. Houston moving the ball around. Checks it up. Oh, and one. Zwar ein bisschen unverdient, aber trotzdem. Er hat ja auch ein bisschen schön gewusst.
Oh, warum buckelt es denn gerade? Warum buckelt es? Ups, das war ja mal schlecht. Habe ich gerade nicht aufgepasst. Alter, was war das denn? Warum ruckelt es so und warum ist der Ball im Aus? Mann! Das waren einfach Punkte. Granger right side, drilled from 11 feet out. Granger has never been shy shooting the ball, Kevin. He's a guy who shoots in the ball. Great range. Ich guck mal. Keine Ahnung. You have to guard him all the way out to the perimeter, and that opens up the paint as well. Yeah, he's got in the gym range. Oh, the German. Guter, richtiger Wurf. Der darf nicht reingehen. Ist auf jeden Fall schön. Mir gefällt der Line-Up, Mensch. Schick. Oh, wieder durchgeschlüpft ist. Wieder durchgeschlüpft. Oh, das muss wiederholt werden. Wenn es sowas gibt, kann es nicht. Wenn es ein Director's Cut gibt von dem. Oh, wie er einfach durchgezogen ist. Oh, das war schön. Szenenapplaus, sag schon. Oh, James Harden ist. Brooks, wir müssen wieder. Schick, oh, das wird schlimm. Das wissen schon, dann für die letzten paar Sekunden. Wir müssen es gerade schaffen. Oh, gut, wichtiger Stil. Ruckel! Mann! Warum ruckelt er so? Nein, trifft er auch noch nicht. Warum trifft er auch noch nicht? Boah, das ist ja Todesruckeln. 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 Er trifft auch noch nicht. Oh, der darf auch nicht reingehen. Schick. Danke. Nochmal. Oh, schön. So, jetzt machen wir mal wieder eine Auswechslung, dass James Harden wieder reinkommt. Das ist nämlich unersetzlich. Brooks. Und muss Jonas gegen Howard. So. Ja. Bei der nächsten Auswechslung wird das halt so gemacht. Zone bleibt. Oh. Der darf keinen Offensivrebound holen. Jawohl, auf geht's. 4 Punkte vorne. So viel wie möglich Zeit verschwenden. Oh, ich bin schneller. Aus, wir spielen mal raus. Ah, aber jetzt immerhin mit Foul. Nein, James Harden spielt nicht mehr Brooks, den die Freiwürfe geworfen hat. Nein. Auf geht's. Brauchen jetzt einen Stop, dann haben wir so gut wie gewonnen. Jawoll! Nein, nicht Dwight Howard! Nein! Alter!
Was soll das denn? Nein! Warum mit weiter? Warum habe ich den Ball zu weit warten? Oh, der geht nicht rein. Ja, James Harden, oh, boah, der trifft ihn. Obwohl, der hat ja auch einen ganz komischen Release. Er hat einen ganz frühen Release. Der wirft ja eine Sekunde lang. Er hat Howard, musst du. Ach, fantastisch. Haben wir gewonnen. Kann man mal Dad Beverly wieder reintun, Garcia, Jonas und Camby. Ist Marcus Camby? Keine Ahnung. Rucken! Wow! Guck mal die Teamstatistik an. Bis aufhört zu ruckeln. So. Was gibt's denn da Tolles? 60% Wurfquote. Okay, schon mal gut. Freiwürfe natürlich durch Dwight Howard verkackt. Oh, Alter. Den trifft er auch noch. Das ruckelt ja mal Todes. 55 braucht zu. James Harden. Warum ruckelt es? Warum ruckelt es? Das ist komisch. Ja, James Harden trifft ihn. Keine Dreier, was machen wir denn? Ich spiele eine 3-2-Zone. Keine Dreier. Können die eigentlich auch? Oh, sehr schön. Wenn die den noch faulen möchten, und bitteschön. Aber wir haben gewonnen, jawohl. Schön. Mir gefällt's. Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein recht interessantes Matchup. Rockets gegen Indiana kann man sich auf jeden Fall in der nächsten Saison angucken. Indiana ist schön defensiv. Aber James Harden hat die alle getötet. Hahaha, Witz. Und was hat James Harden gemacht? Er hat einen Bart. Nein. Oh, der eine Move war cool. Der zweite auch. Du musst halt wissen, welcher cool war. Der hier. Okay. Also, ich mach mal erstmal weiter mit Game Day, weil so viel Lust habe ich eigentlich auch nicht. Oder schreibt mal in die Kommentare, ob Game Day oder Association. Association ist geil. Weil da habe ich Golden State genommen. Als Team. Und mein Kader sieht in etwa. Kader, da ist er ja. Also, Aufbau habe ich Stephen Curry und Kirk Heinrich. Shooting Guard Ray Allen, Klay Thompson, Jay Redick, Gary Neal. Small Forward Jeff Green und Kyle Korver. Power Forward Taj Gibson und Brandon Bias. Und Kevin Garnett und Darren Shaw als Center. Das ist geil. Also hier Dreier, Stephen Curry, Ray Allen, Kyle Korver, Redick, können eigentlich alle Dreier werfen, außer Barrow und Gibson und Bass. Sogar Kevin Garnett kann ein bisschen Dreier werfen. Also ich finde das, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr mal das sehen wollt. Und dann tschüssi.